Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Auch im September verheißt euch Jupiter glückliche Momente in der Partnerschaft. Und ab dem 9. gesellt sich auch noch die Venus dazu. Das verspricht gute Beziehungschancen. Und mit euren persönlichen Vorhaben kommt ihr ebenfalls gut voran. Gibt es vielleicht eine Liebesangelegenheit oder ein anderes Thema, bei dem ihr persönliche Unterstützung braucht? Dann bin ich gern mit einer Beratung für euch da. Ihr erreicht mich ganz einfach über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Das sieht dann so aus mit den alchemistischen Originalsymbolen der Tierkreiszeichen, also für euch des Stiers oder auch einem anderen Zeichen zum Verschenken, ganz wie ihr möchtet. Wie immer gehe ich am Schluss des Videos nochmal darauf ein, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Die Infos über die Bedeutung der langsam laufenden Planeten, die das ganze Jahr über gelten, findet ihr in meinem Jahreshoroskop. Und das könnt ihr euch jederzeit als Video anschauen oder im Buch nachlesen. Das Buch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auch im September empfängt die erste Dekade der Stiergeborenen kosmische Spannungen, besonders diejenigen, die in den ersten Tagen des Stierzeichens Geburtstag haben. Erneuerungsplanet Uranus steht jetzt in eurem Zeichen in Spannung zu Mars und Lilith und Mitte des Monats bildet die Venus dazu ziemlich aufregende Aspekte. Ihr kommt also weiterhin nicht so recht zur Ruhe und ihr steht auch noch so bis ungefähr zum 20. unter diesem Aspekt, der so ein bisschen unfallträchtig ist. Also passt da auch auf euch auf, keine Risiken eingehen, nichts machen, wobei ihr euch verletzen könntet. Das ist jetzt dann das letzte Mal mit dieser Passage. Danach ist der Aspekt zwischen Uranus und Mars erstmal vorbei. Ja, also, ne, ihr kommt deswegen auch nicht recht zur Ruhe, weil viele Anforderungen auf euch einstürmen, ihr an euren persönlichen Projekten arbeitet und gleichzeitig hochinteressante Liebeschancen euch den Kopf verdrehen. Ab dem 19. September löst sich zumindest der Mars aus den Spannungskonstellationen. Danach ist die Energie von Uranus wesentlich angenehmer zu integrieren, die euch auffordert, neue Impulse in eurem Leben zuzulassen. An guten Ideen mangelt es euch garantiert nicht. Und wenn ihr euch nicht beirren lasst, könnt ihr beim Umsetzen dieser Ideen im September ein gutes Stück vorankommen. Mehr Infos über Uranus in eurem Zeichen findet ihr in meinem Special Wind des Wandels. Das solltet ihr euch anschauen. Und ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und auch Lilith im Wassermann bringt euch wichtige Impulse hier aus dem 10. Haus, die vielleicht manchmal stören, aber euch in Kontakt mit eurer kreativen Seite bringen wollen. Und mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video-Special Kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Davon abgesehen sind viele Konstellationen im September günstig für euch. Die Sonne steht in der Jungfrau und wahrscheinlich habt ihr viel Spaß daran, euer schönes Heim noch schöner zu machen und euren Hobbys nachzugehen. Ab dem 6. September kommen weitere positive Impulse dazu. Falls ihr noch kein persönliches Projekt habt, in das ihr eure Zeit und Lust hinein investieren wollt, ist der Neumond am 9. September perfekt, um ein solches Projekt zu starten. Diesen Zeitpunkt solltet ihr nicht verpassen. Ihr könnt eure Träume verwirklichen. Deshalb solltet euch darüber klar werden, was euch wirklich wichtig ist und wofür ihr euch einsetzen wollt. In den nächsten 4 Wochen oder auch in den nächsten 12 Monaten oder sogar in den kommenden 7 Jahren. Denkt ruhig in großen Bahnen, denn die langsam laufenden Planeten stehen noch über Jahre günstig zum Stierzeichen und unterstützen euch dabei, auch große Lebensentwürfe umzusetzen. Am Tag des Neumonds wechselt die Venus das Zeichen und geht in den Skorpion. Das ist eine große Sache, denn sie wandert damit in euer Sonnenhaus der Partnerschaft, wird dort rückläufig und bleibt erstmal bis Mitte November und dann geht sie den Dezember über nochmal durch euer Partnerhaus. Die Venus lenkt also damit die Energie praktisch bis zum Jahresende auf Partnerschaftsfragen und Begegnungen. Das wird aber nun auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, denn sie bildet dabei einige knackige Spannungsaspekte zu Lilith, Mars und Uranus. Besonders wenn ihr in den ersten Tagen des Stierzeichens Geburtstag habt, ist die Zeit um die Monatsmitte herum super aufregend und spannend, um eine neue Liebesbeziehung anzufangen.
Dann greift wieder meine 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten, bevor ihr euch näher einlasst. Denn wenn man mit so einer Spannung eine Beziehung anfängt, eine neue, dann ist noch sehr unsicher, wie sich das entwickeln wird. Gerade Uranus steht ja für das Chaotische und Unberechenbare. Und dann ist da noch die wilde Lilith im Wassermann und kann ebenfalls für Chaos sorgen. Vielleicht habt ihr eine Konkurrentin, die euch das Leben schwer macht, oder ihr findet selbst die neue Liaison irgendwie unpassend, oder ihr seid vielleicht schon gebunden und da passt es ja nun auch nicht so wirklich, wenn der Liebesblitz einschlägt. Wie gesagt, im Oktober wird die Venus rückläufig und deswegen solltet ihr alles, was ihr jetzt neu anfangt, zwar genießen, aber eben mit Vorsicht. Das gilt ganz besonders in der Zeit vom 9. bis zum 20. September. Aber letztlich müsst ihr noch bis Mitte November damit rechnen, dass sich in der Liebe die Richtung nochmal ändert. Sehr anregend sind diese Konstellationen sicherlich für alle Stiergeborenen, die etwas Künstlerisches und Kreatives beruflich machen. Und davon gibt es ja viele. Dann zeigen die Spannungen vielleicht einfach ein inneres Ringen um die bestmögliche schöpferische Ausdrucksform an. Und dank der tollen Manifestationsaspekte wird am Ende bestimmt etwas ganz Wunderbares dabei herauskommen. Am 23. September morgens um 3.54 Uhr geht die Sonne in Begleitung von Merkur dieses Jahr ins Zeichen Waage und dann ist Herbstanfang. Und sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer 6. Sonnenhaus des Alltags und der Gesundheit. Die Aufmerksamkeit geht dann dahin, wie man seine Alltagsabläufe am besten gestalten kann. Auch beruflich kann es eine sehr produktive Zeit für euch werden. Am 25. September ist der Vollmond in den Zeichen Widder und Waage und er fällt bei euch auf die Heilungsachse und kann ein Schlaglicht darauf werfen, wie ihr mit den Anforderungen des täglichen Lebens zurechtkommt und wie zufrieden ihr seid. Wenn sich jetzt irgendwelche gesundheitlichen Probleme und Zipperlein zeigen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass euer beruflicher oder häuslicher Alltag zu viele Reibungsverluste mit sich bringt. Am besten kommt ihr auf die Dauer zurecht, wenn ihr genug Freiraum habt, um die Abläufe auf eure eigene Art zu gestalten. Das letzte Wochenende im Monat solltet ihr keine Arbeit mit nach Hause nehmen und euch auch keine häuslichen Pflichten auferlegen. Die Venus in eurem Partnerhaus übt dann eine starke Wirkung auf euch aus und deshalb nehmt euch Zeit fürs Genießen, für gesellige Aktivitäten und für die Liebe und die Sinnlichkeit. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.